Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Schlagzeilenrevue. Servus Martin. Hallo Martin. Was glaube ich dir? Danke. Und bei dir? Ja. Irgendwas ist anders. Hast du mal eine Brille? Na, eigentlich alles im Alten. Okay. Gut. Fangen wir an. Schwarz-Blau, was hat sich da die Woche? Ja, gut angezogen ging es gleich einmal los. Okay. Die NEOS wollten wissen von der Regierung, wer zahlt eigentlich diese Schüssen, Make-up-Artist und so weiter, bei öffentlichen Auftritten. Wer sonst als die NEOS würden sowas fragen? Ja. Ich habe das gleich als Anlass genommen und ziehe mir jetzt auch in einer Slimfit-Anzüge an in der Sendung. Das ist! Ich habe gewusst, da hat sich was geändert. Stellt doch hervorragend. Danke. Aber fürs Haarstyling hat es nicht mehr gereicht. Da ist mir das Geld ausgegangen, muss ich ehrlich gestehen. Naja. Okay, was hat sich nun da die Woche? Die Schülerunion. ÖVP nahe. Übrigens, das ist der Grund, warum ich die Mütze trage. Ja. Die Schülerunion. ÖVP nahe Schülervertretung ist in den Medien. Also da geht es darum, es soll eine Sexliste kursieren. Das heißt, wenn du mit der Schülervertretung, also Schulsprecher und so weiter, Sex hast oder schmust, kriegst du Punkte. Und je weiter die oben sind, desto mehr Punkte kriegst du. Man hat jetzt Sex in der Schule. Ja, oder es gibt auch Weiterbildungskurse, also am Wochenende. Okay. Da gibt es also richtigen Wettbewerb, der kriegt die meisten Punkte. Fortpflanzungskurse, ja. Kann man drüber reden, ja. Also da geht es schon heiße Sache. Ist das der neue Stil der ÖVP? Wer weiß. Apropos neuer Stil, ja. Okay. Die Johanna Nickl-Eitner, Landesopfer. Von Niederösterreich, ja, okay. Wurde in der Zeitschrift wieder gefragt, hat sie sich schon mal geärgert über Sebastian Kurz? Lass mich raten. Nein. Da liegst du falsch. Was? Ja. Hörst. Basti! Ja, sie hat sich schon einmal über den Sebastian ärgern müssen, aber sie gibt auch gleich zu Protokoll, sie betet 7-mal die Woche. Ob das jetzt der neue Stil ist oder doch das alte Credo, Hände falten, Groschen halten. Und Martin, was hat sich der Donald Trump diese Woche getan? Du, er war wieder mal beschäftigt und es hat sich bewahrheitet, was ich vorige Woche schon gesagt habe, dass dieses Strafzolldrama ins Endlose ausufern wird. Die Woche legt die EU wieder nach und sagt, wir erhöhen die Zölle auf US-Make-up. Das geht ja nicht. Anscheinend. Aber der Trump sagt, gut, dann erhöhe ich und Mercedes und BMW. Und was heißt das jetzt eigentlich für Exporte von Waffen in die USA? Weil die aus Alu und Stahl und so? Ja, genau. Da wird es sicher Ausnahmeregelungen geben, weil die NRA wird da wieder ihren Einfluss geltend machen, so wie sie jetzt auch gemacht hat. Der Trump hat nämlich zurückgezogen. Er hat ja geplant gehabt, dass er beim Waffengesetz die Frist für Waffen auf 21 Jahre erhöht. Ja. Und das macht er jetzt wieder nicht. Weil. Wen wundert's? Genau. Und da setzt er lieber eine Kommission ein, die sich einmal drüber nachdenkt und da aber ein bisschen Forschung betreibt dazu. Also im Prinzip hat er sich wieder der NRA gebeugt. Trump halt. Aber andere Trump-Geschichte und. Also er war innenpolitisch sehr wichtig, aber sehr geschäftig die Woche. Er hat nicht nur das Gesetz zurückgenommen und neue, sondern er hat auch Leute rausgekaut. Und zwar radikal. Sein Außenminister hat er gestanzt und seinen persönlichen Assistenten hat er rausgekaut. Und wie hat er das genau gemacht? Also so schnell? Wie hat er das gemacht? Mit einem Tweet. Martin, warum lesen wir die heute? Damit wir was lernen. Und was hast du diese Woche gelernt? Ich habe die Woche gelernt, dass, also wir wissen ja schon ewig, dass es Eurofighter gibt und Draken und so. Und dass die in Österreich sind. Ja, ja. Und die Woche am Montag ist drin gestanden, Bundesheer übt ab heute Luftschutz. Wie haben die das bisher gemacht? Keine Ahnung. Aber wir zahlen schon ewig für die Draken. Und diese Eurofighter. Wurscht, jetzt machen wir es. Super, ich fühle mich gut damit. Was hast du gelernt, Ivo?
Ja, ich habe gelernt, wenn du nach Indien gehst und ins Krankenhaus musst, weil da vielleicht das Bein amputiert wird, nimm dir deinen eigenen Kopfpolster mit. Warum? Ja, es ist jetzt passiert in Indien, da haben sie einen Herrn das Bein amputiert und dann als Kopfstütze das eigene Bein wieder unter den Kopf geschoben. Effizient, aber grausig. Schon irgendwie, ja. Und die Heute schreibt dann sogar noch, es gibt ein Video auf der Webseite. Also ich habe es noch nicht angeschaut, nein. Okay, wir verlinken es auch nicht. Mit dieser erfreulichen Nachricht über das indische Gesundheitssystem beenden wir diese Folge der Schlagzeilenrevue. Danke fürs Reinschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann liked uns, teilt uns oder lasst uns einen Kommentar drunter. Genau. Das war's. Danke, Martin. Danke, Martin. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao. Ciao. Nein, jetzt haben die das gemerkt? Nein.